Also Nachhaltigkeit ist ja auf jeden Fall ein Megathema und wir wollen halt mit unserer digitalen Plattform für mineralische Abfälle einen Teil dazu beitragen, dass eben Bau nachhaltiger werden kann und besonders die Entsorgungsbranche ist da noch relativ weit zurück. Das ist zumindest unser Eindruck und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen mit der Plattform die Entsorgungsbranche nicht nur digitalisieren, sondern auch nachhaltiger machen und für mehr Ressourceneffizienz sorgen. Und da haben wir jetzt gerade mit angefangen vor ein paar Monaten und sind jetzt, denke ich, auf einem guten Weg und sind in die DGMB eingetreten, weil wir glauben, dass halt da genau das richtige Netzwerk vorhanden ist, um wirklich unsere Themen einzuspeisen, einzuspielen, dem Thema Entsorgung noch mehr Gewicht zu geben, aber auch den Input mitzunehmen, um unsere Plattform so weiterzuentwickeln, dass sie halt wirklich alle voranbringt.